Ja, einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin heute wieder unterwegs. Ein kleiner Fotovlog an Thüringens größten und höchsten Wasserfall bin ich heute zugange. Hier hinten sieht man so ein kleines Teil, den untersten Abschnitt von dem Wasserfall. Das Teil ist 58 Meter hoch. Aber, ja, immer das Aber, es ist ein künstlicher Wasserfall, also kein natürlicher, sondern oben fließt ein Bach rüber und den hat man oder den leitet man einfach oben um in den, ja, von Frühjahr bis in den Herbst, also bis Oktober. Ich weiß es nicht genau, Mitte Oktober, Ende Oktober wird oben der Schieber wieder zugemacht und dann fließt hier kein Wasser mehr über diesen Wasserfall, sondern wieder ganz normal über den Bach hier drüber. Also wer hier fotografieren will, im Oktober, jetzt September, Oktober hat man noch Zeit, das Ganze hier abzulichten. Ja, wen es interessiert, Wasserfallfotografie, ein bisschen Langzeitbelichtung, mehr oder weniger Langzeitbelichtung, mal gucken, wie es mir wieder am besten gefällt, der bleibt dran und ich wünsche viel Spaß mit dem Video. Viel Spaß mit den Bildern, meine Lieben. Ja, meine Lieben, ich bin jetzt hier unterhalb vom Wasserfall und ich stelle euch das Motiv mal auf der Kamera vor. Also ich bin hier auf 1/15 Blende 22 ISO 100. Ich schalte die Kamera mal an. Ja, so sieht dann mein Bildausschnitt aus. Bin hier auf 24 mm und man braucht jetzt hier in diesem frühen Morgenlicht noch kein ND-Filter. Also ich will das jetzt nicht platt fotografieren, aber das soll so mein erstes Motiv sein. Und ich mache die Kamera wieder aus. Ja, das Bild nehme ich mir natürlich mit. Dann war ich noch hier drüben direkt unter dem Wasserfall. Das Bild, ja, kann ich eigentlich gleich auf der Kamera auch vorstellen. Mal gucken, ob der Pocket überhaupt hier mitmacht. Also hier rüber und direkt hier unten unter dem Wasserfall. Ich mache die Kamera wieder an. Kamera läuft. Also das wäre jetzt mein Ausschnitt auf, ja, auf knapp 15 mm. Das Bild nehme ich mir mit. Mach die Kamera wieder aus. Ja, ebenfalls Blende 22, 1/15 Sekunden. Dann zoome ich mal ein bisschen weiter rein. Das Bild nehme ich mir auch mit. Ja, meine Lieben, das soll meine Bildchen unterhalb vom Wasserfall gewesen sein. Und ich war auch noch hier drüben. Bilder blende ich ein. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Bildchen, meine Lieben. Ja, ich habe jetzt mal die Straßenseite gewechselt. Vorhin war ich hier drüben, direkt unterhalb des Wasserfalls. Jetzt bin ich hier auf die andere Seite rübergegangen. Und ja, man hat einfach einen besseren Blick in der Frontalen hier auf den Wasserfall. Ja, wir haben jetzt 8:50 Uhr und ich glaube, man braucht jetzt auch hier
so langsam Filter, um die, ja, um das Wasser dann so schön weich zu zeichnen. Ich weiß nicht, ob man sie auf dem Pocket sieht. Irgendwo an der Seite geht eine Treppe hoch. Weiß jetzt, ja, ich glaube, ja, hier sieht man es, glaube ich. Hier geht die Treppe hoch. Da kann man bis hoch auf diese Teufelskanzel, nennt sich das hier oben, kann man hoch wandern und könnte dann oben durch den Wald diesen Bach entlang eine Wanderung machen und käme dann hinten am Parkplatz wieder runter. Das ist eigentlich auch so mein Ansinnen, möchte ich auch machen. Vor allem an der Treppe, wenn man hochläuft, so seitlich auf dem Wasserfall dann auch so ein paar Belichtungen machen. Auch wieder nur so kleine Details. Mal gucken, wie das kommt. Also das ist so mein Ansinnen, was ich jetzt zunächst machen will. Aber jetzt erstmal von hier hüben nochmal eine Frontale, mal mit Filter. Ja, meine Lieben, man sieht mich wieder fast wahrscheinlich gar nicht. Aber ich will euch nochmal eine Perspektive hier vorstellen, die ich mir hier mitgenommen habe. Dazu schalte ich die Kamera mal an. Kamera läuft. Ja, das wäre jetzt so ein Ausschnitt, den ich mir hier mitnehmen möchte. Zuerst oben hier noch so ein bisschen von diesem Strahl, der hier oben runterkommt und das dann hier so rüberläuft. Diesen Ausschnitt habe ich mir ebenfalls mitgenommen. Dazu bin ich, ja, ich bin hier immer noch auf Blende 22, ein Zehntel und das reicht. Das reicht vollkommen aus. Aber ich mache jetzt trotzdem mal noch einen Filter drauf. Erstmal mit diesem Bildchen hier. Hier kommt das Bildchen. Hier ist ein Shot. Ja, meine Lieben, ich stehe jetzt hier am Eingang von diesen Treppen, von diesem Wasserfallrundweg, den will ich jetzt mal laufen. Hier sieht man auch ein Schildchen hier, das diese Runde beschreibt. Ich halte die Kamera dann mal drauf. Könnt ihr einen kleinen Eindruck gewinnen. Ich habe mir jetzt auch mal von hier unten ein Bildchen mitgenommen. Zeige ich euch hier auf dem Pocket mal den Ausschnitt, den ich mir mitgenommen habe. Einen kleinen Augenblick, meine Lieben. Also hier wieder meine Kamera. Und dann habe ich mir mal ungefähr, ja, die Perspektive hier mitgenommen, dass hier links unten das Schild noch drauf ist. Dann die Treppe, die hier hochläuft. Hier oben kommt der Wasserfall hier so runter. Also dieses Bildchen habe ich mir ebenfalls mitgenommen. Ja, meine Lieben. Dann würde ich einfach mal sagen, hier ist der Shot. Hier ist das Bildchen. Hört sich besser an. Hier ist das Bildchen.
Ja, meine Lieben, sehr, sehr tricky. Wenn ihr, also bei mir ist es, kurze Rede, langer Sinn, schaltet, wenn die Kamera auf dem Stativ ist, den Bildstabilisator aus, sonst habt ihr hier ja, unscharfe Aufnahmen. Ich habe das jetzt hier oben gar nicht gemerkt. Jetzt hier oben und so ein Stück weiter unten ist mir es dann schon aufgefallen, dass man den Stabilisator besser ausmacht, weil die Aufnahmen, die ich gemacht habe, waren unscharf. Und ja, jetzt stehe ich hier an meinem nächsten Motiv, auch wieder so eine frontale von der Seite, weil hier drin ist dann so ein Laub und der Äste, und wenn die Sonne hier durchkommt, wird dieses Laub, das so schön grün-gelb ist, wird hier schön beleuchtet und dann mittendurch pfeift dann dieser Wasserfall auch wieder, ja, pseudo. Manche legen das ja alles auf die Goldwaage, ja. Die denken, Langzeitbelichtung, da musst du hier 30 Minuten belichten, das ist für die dann eine Langzeitbelichtung. Aber je schneller das Wasser natürlich fällt, kann auch ein 20. eine Langzeitbelichtung sein. Ich will ja hier das Zeug nicht tot Langzeit belichten. Ich will ja überall Struktur drin haben. Also für mich ist auch ein 20. oder ein 30. eine Langzeitbelichtung. Ich habe hier wieder meinen Filter vorn drauf, ein 3-Stopp. Und ich stelle euch das Motiv mal hier auf der Kamera am besten vor. Und alles sehr, sehr eng hier. Man muss aufpassen, dass man mit dem Rucksack dann sein eigenes Zeug hier nicht umschmeißt. Also ich würde sagen, ich mache die Kamera mal an. Also Kamera läuft. Das wäre mein Bildausschnitt, den ich mir hier gewählt habe. Ja, hier drüben ist dann noch hier dieses Laub. Hier unten ein bisschen Laub, hier an der Seite. Und das Bild will ich mir mitnehmen. Ich muss nur, mache ich die Kamera wieder aus. Also, und ich muss halt immer wieder betonen, gibt ja Leute, die wissen das nicht. Also wenn ich mit einer Canon R filme, dann ist im Videomodus immer dieser 1,6 Faktor drin. Ich bin hier auf 105 mm. 105 mal 1,6, wisst ihr Bescheid. Also auf dem Foto ist ein kleines bisschen mehr drauf. Und hier ist das Bildchen. Ja, meine Lieben, sehr beengt hier. Man sieht ja auch die ganz, also ganz schmal hier. Aber ich stehe hier wieder direkt am Wasserfall und ich zeige euch das hier. Ja, wenn ich der Bergsteiger ist, zeige euch das Motiv einfach mal hier jetzt auf dem Display von der Kamera, ohne Film. Dazu drehe ich die Kamera einfach mal um. Ja, das ist wieder mein Bildausschnitt. Man sieht ja, na super. Weil hier links ist so ein Baumstamm drin. Dann kommt das Wasser hier durch. Und den Himmel hinten, den habe ich komplett ausgeblendet. Und das Foto möchte ich mir mitnehmen. Ja, würde dann so ungefähr wie hier aussehen. Nur diesmal ein bisschen kleinerer Bildausschnitt. Und ja, das will ich mir auf alle Fälle hier mitnehmen. Und erstmal würde ich sagen, viel Spaß mit diesem Bild. Und hier unten sehe ich dann, aber ob das funktioniert, gut. Erstmal viel Spaß mit diesem Bildchen. Thank you.
Ja, meine Lieben, nächster Spot, genau der gleiche Standort. Ich drehe euch einfach mal rum, was ich meine. Das ist dann hier vorne, wo das Wasser hier so, das Wasser läuft dann hier rein und stürzt dann hier vorne runter. Nur eben wieder der Bildausschnitt enger gewählt, aber auch wieder tricky, weil hier drin sind lauter Äste. Das kommt nicht so gut, habe ich mir mal mitgenommen. Und dann bin ich hier rüber, dann hast du aber wieder diesen Baum drin und deshalb nur auf 105 mm. Also ich schreibe es ja dann wieder drunter und ich zeige euch das Bild einfach mal. Das fertige RAW-Bild hinten auf der Kamera. Ich drehe mal rum, weil hier aufbauen. Also das wäre dann das Bild. Und ja, ach, das ist aber auch hier mit dieser Sonne. Ja, das wäre das fertige RAW-Bild. Und hier steht man natürlich ständig wie im Regen. Wenn ihr hier Wasserfallfotografie macht, ganz egal wo, das hier das wichtigste Utensil. Man muss ständig den Filter oder die Linse sauber wischen, damit die Tropfen dann weg sind. Aber jetzt erstmal das Bildchen. Ja, meine Lieben, es ist geschafft. Ich bin oben. Also ein einmaliges Erlebnis sollte sich jeder antun, der hier ist. Aber wie gesagt, das funktioniert nicht am Wochenende. Dann ist hier so ein Auftrieb. Das ist nur eine kleine, also eine schmale Stufe. Die einen wollen runter, die anderen wollen hoch. Ja, funktioniert nicht. Jetzt wie hier unter der Woche am frühen Morgen, absolut ein Traum, ein absoluter Traum. Man hat verschiedene Perspektiven auf diesen Wasserfall und also man kann sich auch hier totknipsen. Ich wohne ja nicht weit von hier entfernt, bin schon öfter hier vorbeigefahren, aber ich habe einfach noch nie das so richtig auf dem Schirm gehabt, hier zu fotografieren. Ich dachte immer von unten, diese Perspektive, das kommt nicht. Irgendwie kriegst du das nicht richtig hin. Lässt es lieber bleiben, dann hat man es wieder vergessen. Ja, jetzt dachte ich mir, jetzt oder nie. Den Anstoß dazu hat eine kleine Fotogruppe aus dem Ruhrgebiet gegeben, die mich hier besucht haben. Ebenfalls Thüringens ersten Ritter, den Michael Ritter. Die kleine Reisegruppe aus dem Ruhrpott hat uns hier in Thüringen besucht. Dann sind wir mal hierher gefahren. Also das ist die liebe Babs mit ihrem Mann, den Sven, und der überaus alles geschätzte Christian Lemanski, der hier mit fotografiert hat. Ja, und mit denen sind wir einfach mal hierher gefahren und haben eine Location gesucht. Allerdings waren wir Mittag am ungünstigsten Licht hier. Und nochmal, wie gesagt, die haben den Anstoß gegeben, hier zu fotografieren, dass ich heute hier bin. Ja, Dankeschön an euch, sonst wäre ich wahrscheinlich nie hierher gefahren. Jetzt zum Fotowalk. Meine Lieben, ich stelle euch von hier oben das Ganze auch nochmal vor. Ja, hier sieht man den Bach, der hier von rechts hier reinläuft. Und ja, ich muss die Kamera abnehmen. Wackelt jetzt ein bisschen. Aber anders kann ich das hier nicht, funktioniert das nicht. Dann läuft der Bach hier durch. Hier unter dem Wanderweg durch. Von hier unten sind wir gekommen.
Ja. Dann geht es hier abwärts, die erste Stufe. Unten dann die zweite Stufe. Ja, so sieht das dann hier aus. Ganz, ganz, ganz wunderbar. Ja, das soll es gewesen sein von meinem Foto-Walk, Foto-Vlog, Foto-Wanderung zum Drusetaler Wasserfall. Und ich würde sagen, das war einfach genial. Hat unheimlich Spaß gemacht, hier zu fotografieren. Vor allem auch jetzt hier, wie gesagt, unter der Woche am frühen Morgen. Nur ganz, ganz wenige Leute hier unterwegs. Man hat seine Ruhe. Und ja, alles ist gesagt, worauf man achten sollte, um hier nicht das Ganze in einer Qual ausarten zu lassen. Und wie gesagt, hier, ich zeige es nochmal, das hier unheimlich wichtig bei Wasserfallfotografie, denn das ist eine unheimliche Gischt hier, die hier weggeschleudert wird und man ruiniert sich das Bild. Denkt dran, eigentlich funktioniert es, ich bin irgendwie ratlos. Also eigentlich funktioniert es immer, obwohl ich den Stabilisator immer eigentlich, egal wo ich bin, eingeschaltet habe, wenn ich die Kamera auf dem Stativ stelle. Alle Bilder scharf, noch nie irgendwas passiert. Jetzt hier am Wasserfall, keine Ahnung, denkt dran, den Stabi vom Objektiv von der Kamera auszumachen, wenn die Kamera hier auf dem Stativ steht. Sonst gibt es unscharfe Bilder. Bei mir zumindest so. Muss aber bei euch nicht sein. Dann habe ich, unten braucht man es nicht. Wenn man da unten direkt vor dem Wasserfall steht, wie die ersten Bilder, wo ich gemacht habe, dort habe ich einfach 2 Sekunden den Auslöser, ihr wisst, was ich meine, 2 Sekunden Vorauslöser eingestellt, hat gereicht. Wenn man jetzt die Treppen, diese ganz schmalen Treppen und das Stativ, da steht alles ein bisschen tricky und alles schwingt so ein bisschen ganz leicht nach und das braucht einfach, bis sich das ausgependelt hat. Ich habe mir jetzt mein Vorauslöser auf 10 Sekunden gestellt und ich glaube, das kommt besser. Also immer auf so Kleinigkeiten achten und einfach würde ich jetzt sagen, meine Lieben, schon wieder, wer hier ist, Thüringen, ganz wunderbares Land mit ganz freundlichen Menschen hier in Thüringen, eine wahnsinnige Gastfreundschaft schlägt euch hier entgegen. Wer hier ist am Drusetaler Wasserfall, unbedingt hier fotografieren und sich auch, es sind 228 oder 258 Stufen, man sollte es mitnehmen, es lohnt sich wirklich. Dann geht es hier oben, man denkt hier oben, man ist hier in Südtirol, kennt ihr diese Walerwege? Das sieht hier genauso aus, also wenn man es nicht wüsste. Und ich würde sagen, Freunde, ich bin jetzt in Südtirol, ich fotografiere jetzt mal hier einen Walerweg, es wird gar nicht auffallen. So kommt man sich hier vor. Herzlichen Dank an euch. Freut mich wieder riesig, wirklich eine Ehre für mich, wenn ihr das Video wieder gesehen habt, wenn euch die Bilder gefallen. In diesem Sinne, ciao, ciao, euer Frenkie. Würde mich freuen, wenn ihr mich beim nächsten Mal wieder begleitet. Ciao, ciao. Liebe Grüße aus Thüringen.